Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren zeitlosen Sternzeichenlegung. Und zwar geht es jetzt um das Sternzeichen Widder. Das heißt, du hast die Sonne im Widder, den Mond, dein Aszendent oder die Venus. Und falls du für jemand anders schaust, bist du natürlich genauso herzlich willkommen. Es geht um diese ganz wichtige Frage, wo lebst du dein Potenzial noch nicht? Und ich möchte gerne schauen, wo ist bei dir wirklich noch Möglichkeit, dass du vielleicht einen kleinen Impuls bekommst, eine Inspiration bekommst, wo bei dir im Leben noch etwas, kaum natürlich, aber ein bisschen was zu verbessern ist oder wo du sagst, Mensch, da lebe ich mein Potenzial tatsächlich noch nicht so. Aber das ist natürlich ganz wichtig, weil das ist super eng verknüpft mit dem Thema, bin ich glücklich oder nicht? Und deswegen möchte ich mir das gerne mal anschauen und wie gesagt hoffen, dass ich dir da vielleicht einen kleinen Impuls geben kann. So, geht los. Und zwar folgendermaßen. Ich habe hier Tarotkarten, ich habe nochmal Tarotkarten und ich habe ein Glas Wasser und ich habe hier die Lenormand-Karten. So, und mit denen geht das los. Da fange ich an, was ist für Sternzeichen Widder, Aszendent, Mond oder Venus jetzt maßgeblich im Sinne von, wo lebst du dein Potenzial noch nicht? Welches Thema gilt es jetzt möglicherweise eben für dich anzuschauen? Welche Energie ist hier? Da schauen wir nochmal, um was es sich dreht hier für die Widder. Da haben wir die Brücke. Sehr interessant. Sage ich gleich was zu. Jetzt haben wir, ich hätte gerne noch zwei Karten, bitte. Die Störche, der Storch. Störche und eine. Aha. Okay. Wir haben hier einmal als zentralen Punkt die Brücke. Und die Brücke heißt immer etwas miteinander verbinden und Brücken bauen, Dinge verbinden, verknüpfen. Und da ist irgendwie da ist eine Veränderung im Gange. Also möglicherweise hast du bisher mehr so alleine, warst mehr so alleine unterwegs und baust jetzt eine Brücke oder die Aufgabe ist, eine Brücke zu bauen zur Unterstützung, Solidarität, sich unterstützen lassen oder selber unterstützend zu sein. Aber weil es ja um dein Potenzial geht, was du eventuell nicht lebst, gehe ich davon aus, dass es wirklich darum geht, dass gerade Veränderungsprozesse laufen bezüglich dessen, dass du vielleicht dein bisheriges überbrückst, so gesehen, und da in die Gemeinschaft kommst, in die Solidarität, in die Unterstützung, was auch immer. Ich guck mal hier drunter. Ach, guck mal einer an. Ja, der Kompass. Der Kompass steht ja auch für Veränderung. Das heißt, Richtung finden, Neuausrichtung. Wo geht die Reise hin? Also es ist Bewegung da, da ist etwas in der Gänge, in der Mache und da gucken wir jetzt mal genau hin, was da noch zu finden ist. Ich möchte jetzt gerne mal schauen, was bei euch Widdern, was bei dir an Energie ist in Sachen Verstand. Was sagt dein Verstand gerade? Was ist da bei dir los? Was ist auf der Verstandesebene los bezüglich deinem Potenzial? Was ist bei dir auf der Verstandesebene los? Widder, Sternzeichen, Aszendent, Mond oder Venus? Haben wir zwei und gleich kommt noch eine dritte. Die hier, okay. Ja, einmal kurz Kontrolletti, ob du alles sehen kannst. Jawohl. So, warte mal. Doch. Und zwar... schau auch hier einmal drunter, die Karte der Heilung, der Rückzug sozusagen, dass sich Zeit nehmen, um in die Heilung zu kommen. Das heißt also in sich, hier in sein eigenes kuscheliges Nest sich zurückziehen und sein Herz heilen zu lassen. Wir haben hier die 9 der Stäbe, die sagt, okay, du schleppst hier noch ein paar Dinge aus der Vergangenheit mit rum. Das ist etwas, was dich im in deinem Verstand, in deinem Kopf, in deinen Gedanken beschäftigt. Das sind so alte Belastungen, das sind wirklich Themen,
mit denen du noch nicht so abgeschlossen hast, alte Verletzungen und so weiter. Aber du stehst kurz vorm Durchbruch. Schau dir das mal an. Diese Karte kann man ja auch gut sehen. Die steht hier wirklich, das ist nur auf Kniehöhe. Die könnte eigentlich im Grunde genommen ganz schnell darüber. Aber sie schmollt noch so ein bisschen. Sie ist noch ein bisschen sauer. Sie trägt diese alten Dinge noch aus der Vergangenheit mit sich herum. Ist allerdings kurz vorm Durchbruch. So. Und dann zeitgleich gehst du schon mit etwas schwanger. Und hast auf der anderen Seite auch, wie gesagt, diese wundervollen Gefühle der Page der Kelche. Das ist der Bube der Kelche. Da geht es um die Gefühle, da geht es um die Angebote, die auf Gefühlsebene hereinkommen. Das kann Romantik sein. Also das sind ja die Dinge auch, die auch deinen Verstand hier beschäftigen, die das wiederum nähren. Also ich gehe davon aus, dass du dich in Gedanken mit etwas beschäftigst, auf der einen Seite, was für die Zukunft ist, mit was du gerne machen möchtest, wohin die Reise, wie gesagt, sie gehen soll. Dann sind wir wieder beim Kompass. Und und man sieht hier genau, die Brücke, das sind zwei unterschiedliche Dinge hier. Das eine ist, dass man zwar vorangeht und so weiter, und das finde ich hier ist sehr schön bildlich dargestellt. Du gehst zwar mit etwas schwanger, das heißt, da geht es natürlich definitiv in die Zukunft, in eine schöne Zukunft. Die Herrscherin ist eine Karte eine Mutterenergie sozusagen, etwas auf die Erde zu bringen. Gaia ist hier mit dabei, Fürsorge, sich um etwas kümmern. Neues gebären, Neues in die Welt bringen. Das ist gerade ein sehr starkes Thema bei dir mit dem Bube der Kelche. Das heißt, das ist eine durch und durch positive Energie hier. Ist auch eine aus der großen Arkana eine Karte. Das heißt, die hat wirklich auch Kraft und ist stärker als die aus der kleinen Arkana. Und die hat hier, das ist aber so diese Beigabe, da sind so diese schönen Gedanken, diese romantischen, in die Zukunft schauenden Gedanken, wo du hier das Glücksschweinchen hier hast, was aus dem Himmel kommt. Und wenn man sich mit diesen positiven Dingen halt beschäftigt, wenn man sich dahin ausrichtet, ausrichten, fällt mir gerade mal so ein, und da geht es wirklich darum, die alte Welt, die eigene alte Welt zu überbrücken in die neue Welt. Und da ist es wirklich, vielleicht hast du dich selber auch zu wenig unterstützt bisher oder hast dich unterstützen lassen. Also da gibt es so diese zwei Varianten. Auf jeden Fall kommen natürlich die Impulse, wenn man sich entsprechend positiv ausrichtet, kommen auch von außen die Dinge, weil du machst ja die Tür auf. Du machst sozusagen die Tür auf für all die Geschenke, die das Universum dir geben möchte. Und aber hier, da bin ich ganz gespannt, wie das noch weitergeht, weil da geht es nämlich darum, das Ding musst du auch noch loslassen. Aber wir sind ja hier, um Bewusstsein zu schaffen. Okay, jetzt schauen wir mal weiter. Was ist denn auf der äußeren Ebene bei dir? Was tust du? Was ist ganz konkret da, was du tust im Außen? Da schauen wir doch mal. Was tust du im Außen wieder? Wieder Sternzeichen, Aszendent, Mond, Venus, wieder Energie. Da haben wir wieder zwei Karten. Nee, jetzt habe ich schon die drei. Das ist doch wunderbar. Ach, hey, Jemine. Oh. Okay, also das, was du hier im Innen hast, ist hier noch nicht ganz angekommen, weil es sieht eher so aus, dass du vielleicht sogar gerade dabei bist, im Außen genau das zu bearbeiten. Was sehr eklatant ist, ist der Unterschied zwischen dieser Energie hier und dieser Energie. Wir haben ja immer erst unsere geistigen Dinge, die wir in uns tragen, die dann sich im Außen manifestieren. Und es sieht wirklich so aus, du gehst, schweren Herzens, aber du gehst, weil die Acht Kelche ist die Karte des Aufbruchs. Wir haben hier schon wieder eine Veränderung, Veränderung, Neuausrichtung, und hier gehst du auch. Und das Schöne ist ja, guck mal, die geht aus von den Acht Kelchen, die geht von dem Dunklen weg und geht ins Licht, in die Sonne. Und auf der Verstandesebene oder beziehungsweise auf der äußeren Ebene ist es aber noch so, dass da irgendwelche Hemmungen sind. Also du lebst im Außen noch nicht das, was du eigentlich hier so im Innen mit dir trägst. Und
diese Geschichten hier, die aus der Vergangenheit, die hindern dich daran, das schon so auf die Welt gebracht zu haben. Also du bist mitten im Prozess, vermute ich mal. Du bist, hier ist das Potenzial, ne? Die Frage, die Kernfrage ist ja, wo lebst du dein Potenzial noch nicht? Also da ist etwas, was du gebären möchtest, sozusagen, was du auf die, wie heißt das so schön, auf die Straße bringen möchtest. Und da gibt es schon Ideen, da gibt es Impulse. Das ist auf jeden Fall eine ganz angenehme Sache. Du hast hier auch ein wirklich schönes Gefühl dazu. Also diese Idee, die du mit dir rumträgst, die löst etwas sehr Positives aus und du bewegst dich auch schon in diese Richtung hin, im Außen. Und du hast aber de facto noch mit Themen zu kämpfen, mit Selbstsabotageprogrammen. Ganz deutlich zu sehen hier, das sind möglicherweise wirklich arge Verletzungen aus der Vergangenheit, die du mit dir rumschleppst, die dir richtig Kopfzerbrechen machen. Die Fünf der Schwerter ist echt die fieseste Karte aus der kleinen Arkana und die kann richtig weitreichend sein. Also möglicherweise hast du wirklich ganz, ganz starke Verletzungen, welcher Art auch immer, erfahren in deiner Vergangenheit. Du bist hier zwar schon wirklich sehr viel positiver unterwegs, aber das ist im Außen noch nicht erledigt. Gut ist allerdings, dass das nicht umgekehrt ist, weil das muss sich da zeigen irgendwann. Also da geht es wirklich von der Dunkelheit ins Licht sozusagen. Dieses Selbstsabotage-Ding ist auch etwas, da muss man ganz klar wissen, das ist kein Problem, das zu lassen. Ich sage es jetzt mal so ganz lapidar. Wenn diese Verletzungen natürlich sehr arg waren und da wirklich, das sind Gemeinheiten, das ist Mobbing, das ist extrem destruktiv, das ist Narzissmus, das ist wirklich, das sind Selbstmordgedanken unter Umständen, also wirklich das volle Programm der Selbstzerstörung im Grunde genommen. Auch Dinge, die man hat mit sich machen lassen oder so alte Programme, die man mit sich rumschleppt. Aber man hat es in der Hand, es zu lösen. Schau mal, sie hat hier. Hier ist zwar die sind die Augen verbunden, die Hände verbunden, aber das ist alles sehr locker. Das ist nichts wirklich, was nicht zu lösen ist. Und wenn du es nämlich mal umdrehst, siehst du, sie hat da gar keine Fesseln und nichts. Das heißt, sie sind wirklich hausgemacht. Das ist etwas, was nur in deinem Kopf ist, nur in Anführungsstrichen. Aber was ich ganz fantastisch finde, ist, dass du dich da schon wegbewegst. Du gehst, also im Prinzip wäre es fast besser, wenn man das da hinten tun würde. Aber ganz wichtig ist, okay, du gehst hierhin und das ist das, was hier ist. Also was hier ist, ne? Also noch im Dunkeln ist und so weiter. Und sehr signifikant. Also da gibt es möglicherweise ganz starke gedankliche Beeinflussungen deinerseits, also von dir selber, die dich noch nicht das wirklich leben lassen. Aber wie gesagt, die gute Nachricht ist, du bist da auf dem Weg. Manchmal ist es auch so, dass wir, weil diese Karte der Aufbruch schweren Herzens ist, manchmal ist es so, dass wir schweren Herzens deswegen gehen, weil auch unser bisheriges Leben, egal wie es gelaufen ist, es ist oftmals tatsächlich so, dass wir diese Veränderung, dass wir uns damit schwer tun. Selbst wenn wir ein nicht so schönes Feld verlassen, eine Beziehung, die uns nicht mehr zuträglich ist oder dienlich ist oder ein Arbeitsplatz oder wenn man toxische Freunde hat, irgendwas in der Richtung, trotzdem hat man eine Gewohnheit und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und er mag diese Dinge nicht so gern verlassen. Und dann plötzlich kommen nämlich auch so Sachen wie, ach, war vielleicht doch gar nicht so schlecht und war ja doch gar nicht so schlimm. Und man hatte ja doch schöne Zeiten miteinander, zum Beispiel. Und ich weiß ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Und das ist natürlich der Horror des Verstandes. Er weiß nicht, was da auf ihn zukommt. Aber das will geboren werden. Das ist Herz pur. Das ist Seele pur. Ja, und deswegen ist das auch ganz wichtig, mal schön zu sehen, dass du gehst. Ich möchte hier auch einmal nochmal
Jawohl, guck mal, die Hohepriesterin, das ist doch schön. Also der Weg geht nach innen, aus dem Innen nach außen. Hier ganz deutlich die unterliegende Energie dafür. Also deine innere Hohepriesterin, ich habe gesagt, deine innere Ausrichtung, deine Seele sagt, geh. Und du tust es auch. Das ist sehr schön. Ich lege das mal hier hin. Und schau auch, muss ich hier auch noch mal eben kurz schauen. Jawohl. Und jetzt wird es natürlich auch noch mal interessant. Was sagt denn die Seele dazu? Jetzt gehen wir nämlich auf die Seelenebene. Und deswegen heißt es auch Verstand versus Seelenempfehlung. Denn da geht es natürlich darum, gibt es hier vielleicht noch Hinweise für dich seitens der Seele, deiner Seele, deine Essenz, die du ja in Wahrheit bist. Da schau mal, Widder. Was sagt deine Seele zu dem? Zu deinem Verstand, was ist da vielleicht noch an Hinweisen für dich? Was sagt deine Seele zu deinem Widderverstand? So. Wir haben hier, ich gucke auch nochmal hier unten. Ja, die Acht der Stäbe, das ist doch wunderbar. Das ist die Karte, die einzig und allein anzeigt, dass etwas bereits in Bewegung ist, dass etwas schnell kommt. Das ist eine schnelle Energie. Also das ist sozusagen eine Zeitansage, die einzige Karte im Tarot, die sowas macht. Und das heißt, da ist schon was unterwegs. Ich lege die Karten aber nochmal hier hin. Also, das Ganze ist bereits in Bewegung. Das sieht man ja auch hier. Und wieder mal haben wir die Bewegung. Also die Prozesse sind am Laufen. Und dann haben wir hier den Ritter der Stäbe, die Sieben der Münzen und die Gerechtigkeit. Nicht das Gericht, sondern die Gerechtigkeit. Das sind noch zwei unterschiedliche Karten. Also, der Ritter der Stäbe, das ist einer, der hat Feuer, der geht voran. Das ist deine Widder-Energie. Das ist wirklich Feuer, das ist Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze-Energie. Die gehen ja voran, die wollen nach außen, die wollen lospreschen und so weiter. Und das ist genau, ja, das ist irgendwie ganz witzig, ne? Man sieht hier die Stäbe, die hier unten quer sind. Das ist, als wenn der Ritter der Stäbe so zack darüber hüpfen könnte, als wäre es so ein Hindernis beim Pferdesport. Und da sagt die Seele ganz klar, hey, das ist nicht schwer, geh darüber. Du hast die Power, du hast die Kraft, du hast die Energie. Lass den alten Quark hinter dir. Entschuldigung. Die Sieben der Münzen sagt aber gleichzeitig auch, habe Geduld. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser nehmen, entschuldige bitte. Da habe ich gerade einen Riesenfrosch mir eingehandelt. Also, zügel deine Widderenergie. Ja, zügel deine, also geh voran, du hast es, das ist, nutz deine Energie, die du hast, die ist ganz, ganz wunderbar, Feuer, Leidenschaft, Unternehmungslust, ich will was erleben, ich will hier raus, ich möchte das ist deine Grund, das ist deine Basis, ne? Das ist dein Feuer, dein Temperament, was hier natürlich unterdrückt wird. Und durch diese Kollegen hier, ne? Klar, also hör auf mit deinem Selbstsabotageprogramm, spring über diese kleine Hürde rüber, aber sei nicht ungeduldig mit dir. Und das einem Widder zu sagen, ist schon mal eine Ansage, ne? Aber wir sitzen uns ja nicht gegenüber. Also, die Sieben der Münzen ist eine Karte der Geduld. Das ist eine Karte des Erdelements, das heißt, da geht es darum, Beständigkeit zu zeigen, um letztendlich auch zu dem Ergebnis zu kommen. Das heißt, es ist ja so, ne, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst.
Und wenn du einen Samen für eine Kartoffelpflanze setzt, dann nutzt es auch nichts, wenn du alle 2 Stunden nachschaust, ob sie schon gewachsen ist. Da heißt es, ein bisschen Geduld zu haben, um auch die Ernte einzufahren. Und was sehr schön ist, ist Geduld. Eine Schwangerschaft dauert auch ein bisschen länger als 2 Stunden. Das heißt, gib dir Raum, gib dir Zeit, gib dir wirklich die Heilung. Ich hatte vorhin hier die vier Schwerter, die ja sagt Heilung, und die 4 steht für Stabilität und Wachstum und so weiter. Also wirklich und Ordnung, also vor allen Dingen Stabilität. Also gib dem Ganzen Stabilität, gib dem Ganzen Raum und Zeit und habe Geduld und wisse, es wächst. Bei einer Schwangerschaft weißt du auch, es wächst. Wenn du eine Pflanze einpflanzt, du weißt, es wächst. Ja, und so ist es natürlich auch mit deinen Ideen, mit deiner gedanklichen Ausrichtung. Du weißt selber, du hast bestimmt schon mal irgendwelche ganz super tollen Ideen gehabt und sie nachher auch umgesetzt. Das musste raus, das musste wirklich auf die Welt gebracht werden. Ich glaube, das kennen wir alle, und auch ganz widderunabhängig hatten wir schon mal die Situation, ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss hier raus, ich muss hier weg, oder mich drängt es innerlich so sehr, etwas Bestimmtes zu tun. Und das kann ganz banal sein, in Anführungsstrichen, aber es zeigt sich eben auch im Kleinen. Wenn du dir im Kopf setzt, du willst eine ganz bestimmte, ein bestimmtes Geschirr haben, ein bestimmtes Geschirr. So, das hast du dir jetzt in den Kopf gesetzt und du bist da Feuer und Flamme für. Und auf einmal siehst du plötzlich öfters dieses Geschirr und dann siehst du Angebote und dann irgendwann sagst du so, zack, und jetzt zerbeiß ich es, also jetzt kaufe ich es oder so. Ne? Also es muss dann raus, aber es hat alles seine Zeit. Und genau hier, wunderbar, das ist Saat und Ernte. Also die Gerechtigkeit sagt, das, was ich rausgebe, bekomme ich auch wieder zurück. Das ist kosmisches Gesetz. Das ist Ursache und Wirkung. Das ist Ursache setzen, Gesetz der Resonanz. Ne? Dann kommt es wieder zu dir zurück. Also da ist wirklich, nutze dein Feuer, springe über diese kleinen Hürden. Du bist schon sehr weit gekommen. Möglicherweise redest du dir das noch ein bisschen ein oder du hast jetzt noch so die Auswirkung, weil sich das noch nicht so zeigen konnte. Es ist noch nicht im Außen angekommen, was in dir ist. Also sei nicht ungeduldig, es kommt. Du bist auf einem guten Weg und du bist sehr kraftvoll unterwegs. Und jetzt schaue ich doch mal, das ist doch echt toll, oder? Jetzt schaue ich mal, was ist denn bei dir auf der Seelenebene in Sachen Empfehlung. Seelenempfehlung, was du denn tun könntest, solltest, wenn du denn möchtest. Also ist ja alles immer ein Kann. Die Seele drängelt uns nie, das zu tun, was sie uns vorschlägt. Wir haben immer die Wahl, aber es ist sehr schlau, auf diese Empfehlung zu hören. Wir haben ja hier auch den Hinweis, ne, auf die Seele, weil die innere Instanz in uns ist die Seele. So, was haben wir? Was gibt es zu tun für dich? Wir haben einmal die, guck mal, und die dritte Karte. Wow. Oh, ja, also da kann ich wirklich nur sagen, wow, ich komme gleich zu, was haben wir hier? Die 8 Münzen. Ja, spannend. Also, die 8 Münzen ist die Karte des Lehrlings. Du betrittst Neuland. Du betrittst wirklich Neuland. So, also, einmal schauen. Ja. Und zwar ist es hier, dass du hier die 4 Kelche hast, die 8 Stäbe, die ich gerade schon mal hatte, die hat sich ja wiederholt hier offensichtlich. Und dann haben wir das Gericht, das ist genau, also das jüngste Gericht, das ist genau Gerechtigkeit und Gericht. Ne? Da sehen wir, es sind 2 unterschiedliche Karten. So, und Empfehlung der Seele ist ganz klar, geh mit dem Fluss. Wenn das jetzt dran ist, dann ist es dran. Dann öffne dich dafür. Hier die 4 Kelche ist spannenderweise eine Karte von die Stagnation.
dieses, oh Gott, das geht nicht weiter, oh, ein bisschen Übersättigung, oh, das ist irgendwie langweilig, irgendwie, keine Ahnung, ist nicht genug und so weiter und so fort. Das sieht mir so aus, als wenn diese Geschichten hier noch im Außen wirken. Das heißt, das ist auch die Geschichte, der Stillstand, dieses, ach, es geht gerade nicht weiter. Auch, vielleicht auch manchmal, dass du dann das Gefühl bekommst, ach Manno, ne, warum mache ich hier das Ganze? Warum bin ich da so in dieser Bewusstseinsarbeit und versuche hier und mache hier und tue hier und irgendwie kommt da nichts bei raus und das dauert und so. Das heißt, da ist der Hinweis auf die Seele, schau da mal hin und schau doch mal genauer hin. Das ist nämlich bereits in Bewegung. Geh mit dem Fluss und stell dich drauf ein, wirklich auf das ganz große Loslassen. Du siehst hier bei dieser Karte, hier ist das dritte Auge, hier sind die Engelschöre sozusagen. Das ist der Durchbruch, das ist das große Loslassen, das ist die Hebung des wahren Schatzes. Ein Hinweis hast du hier auch noch mit der Hohepriesterin übrigens. Warte mal, was ist denn da drunter? Ach, guck mal, da haben wir wieder die 4 Schwerter und die 10 Schwerter. Ja, wunderbar. Also in dem Fall wunderbar, das ist zwar eine echt brutale Karte unter Umständen, aber hier heißt es wirklich Schluss machen, Ende Gelände, Kraft des Verstandes mit Dingen auch Schluss machen, die hier für mich wirklich symbolisch dargestellt sind, dass sie wirklich ganz, ganz üble Muster sind oder Glaubenssätze oder irgendwas, Destruktivität, mit der machst du Schluss. Das war so die vielleicht die Formulierung. Genau. Und wenn man mit der Destruktivität in sich selber Schluss macht, wenn man sagt, ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung, ich mache das nicht mehr mit, ich lasse das jetzt los, ich entscheide mich dafür, weil ich das hier, ne? So, ich möchte doch mein Potenzial leben, ich will doch meine Leidenschaft leben, ich möchte das auf die Straße, auf die Welt ins Geschehen bringen, damit ich da glücklich bin. Und was soll ich dazu sagen? Ich bin gerade echt begeistert, dass das sozusagen dann auch noch die Schlusskarte ist, weil das Gericht ist wirklich, da hast du eine riesen, die Energie ist gerade so, dass du wirklich alles loslassen kannst, was dir nicht mehr dienlich ist und dadurch das dann auch wirklich in die Materie, in deine sichtbare Welt bringst. Du wirst die Früchte ernten, die du säst. Das ist einfach so. Und hab Geduld. Die 8 der Münzen sagt, du bist da gerade auf Neuland unterwegs. Und Neuland sind wir immer dann unterwegs, wenn wir wirklich so solche Sachen loslassen, dann fühlt sich dann auch vieles plötzlich sehr neu an. Wir müssen uns neu ausrichten, Brücken bauen, Dinge überbrücken. Wir müssen von einer Situation in die nächste kommen. Und was ich wirklich großartig finde, hier ist ganz klar der Hinweis auf Saat und Ernte, also geistiges Gesetz, Ursache, Wirkung. Du hast hier schon Ursachen gesetzt, die sind schon am Werden und die werden sich dann auch hier rüber wandern. Also sei dir sicher, in dieser Überbrückung, du hast Unterstützung. Du hast Unterstützung und zwar von ganz weit oben so gesehen, von deiner Seele, von deinem göttlichen Selbst. Es ist wirklich Zeit und geh mit dem Fluss, lass dich drauf ein, transformier diese Sachen, die sind dir nicht mehr dienlich, du brauchst sie nicht mehr. Gib deine Selbstsabotageprogramme auf, erkenne, dass deine Gedanken die Ursache für das sind, was du gerade auch in deinem Leben jetzt hast. Also das heißt, was jetzt in deinem Leben sichtbar ist, ist ja Vergangenheit, weil du Ursachen hast, die ja schon vorher gesetzt. Und das, was du jetzt siehst, die Auswirkung, ist die Vergangenheit. Und wenn du eine neue Zukunft, etwas Neues sehen möchtest in deinem Leben, dann musst du zwangsläufig, das müssen wir ja alle, uns neu ausrichten in die neue, wenn wir in eine neue Zeit gehen wollen, für uns selbst auch, dann müssen wir einfach andere Gedanken denken, uns andere Glaubensmuster oder Glaubenssätze anschaffen und erstmal natürlich alles loslassen, was uns nicht mehr dienlich ist. Aber du bist echt gut dabei, dass die Herrscherin hier auftaucht, finde ich fantastisch. Ja, und auch diese Geschichte. Schön, ne? Gemacht, kommt alles, sei entspannt und es geht schneller vielleicht sogar, als du denkst.
Und wenn das schon da ist und das da ist, der Bube der Kelche, dann wird sich das auch schneller im Außen manifestieren, als du vielleicht jetzt noch im Augenblick denkst. Ja, wunderbar. Also du darfst und sollst und musst deine Projekte angehen und dein inneres Feuer leben. Das ist dein Potenzial. Zeig dich, leuchte, scheine, ja. Werd für dich selbst sichtbar, weil du bist ja hier auch, ne? Du siehst dich nicht. Auch er guckt hier nach unten. Er ist total zerstört. Okay, aber jetzt kommen wir mal wieder ins Positive. Ich möchte jetzt gerne wissen, welche Quintessenz ist es, welche Botschaft kann ich dir hier noch mitgeben? Was darf ich dir hier noch sagen? Widder, Aszendent, Mond und Venus. Da ist sie. Ja, ach guck an, die Liebenden am unteren Kartenrand. Wieder so schöne Kombination hier. Okay, ja, das finde ich auch super, super schön, wenn man hier mit einem sehr, sehr positiven Abschluss geht, weil damit gebe ich dir auch, glaube ich, nochmal einen schönen Schubs an positiver Energie mit die dann hoffentlich nachwirkt. Hier geht es um Leichtigkeit, um das Jonglieren, um dieses spielerische Leichtigkeit, das genaue Gegenteil davon. So, also es geht um die Entscheidung aus Liebe. Wirklich die Entscheidung aus Liebe zu dir selbst. Da kommen wir auch hiermit und damit. Und natürlich auch der hier, ne, das Erkennen. Das ist so ein bisschen wie dieses erkenne dich selbst, ja. Da ist dann, also das finde ich so schön, dass der Ritter der Stäbe hier auftaucht, weil es genau die Widderenergie ist. Also, die Entscheidung aus Liebe darfst du leicht fällen und du darfst leicht sein, du darfst ein leichtes Leben haben, du darfst das Ganze spielerisch betrachten, du darfst auch gerne mal gucken, jonglieren, wie ist denn das, wenn ich diese Entscheidung fälle, wie fühlt sich das denn an oder wenn ich diese Entscheidung treffe, wie fühlt sich das denn an, geh mal in die Varianten rein, geh doch mal in die verschiedenen Möglichkeiten rein und dann entscheide dich aus Liebe, nämlich das, was sich wirklich gut anfühlt und du sagst, boah, das ist total stimmig, dann geh dafür, dann geh den Weg. Aber nicht mehr den. Ja? Und hier, du siehst, es ist wirklich nur noch ein kurzer Hopser. Den kriegst du als Widder ja wohl gewuppt oder was. Ne? Ja, wunderschön, wunderschön. Also, Kompass, Ausrichtung, Überbrücken von eine in die andere Welt. Wunderbar, du bist gerade mitten dabei. Es ist im Fluss, es ist im Flow. Vielleicht nochmal die Erinnerung, immer schön entscheiden aus Liebe zu dir. Dein Potenzial zu leben, den alten Quark wirklich endgültig loszulassen. Und ich sage jetzt Quark, weil das ist, ich möchte deine, falls du da wirklich große Verletzungen erlitten hast oder sowas, dann möchte ich das natürlich nicht runterspielen. Ich möchte mich auch nicht lustig machen, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Es ist, es ist halt meine Art, das so zu übersetzen. Also falls, bitte nicht falsch verstehen, ich möchte niemanden auf die Füße treten. Also es ist wirklich so, dass diese Dinge, weil die so destruktiv sind und die brauchen wir nicht mehr. Das ist alter Müll, den dürfen wir entsorgen. So, und das Schöne ist, dass es eben hier auf der Ebene ist, ich sage jetzt schön in Anführungsstrichen, es ist hier im Außen, was tust du im Außen? Das heißt, du handelst noch ein bisschen danach, aber hier ist schon was mächtig am Werden und hier sind einfach so wunderschöne Energien. Und das ist am Werden. Und gerade im Zusammenhang mit diesen beiden Karten, die Seelenempfehlung, lass los, und zwar im großen Stil. Dürfen wir nicht vergessen, das ist die Seelenempfehlung, ne? So, also betrachte es, auch wenn das hier momentan sich anfühlt, als würde es gerade nicht weitergehen, ist es trotzdem so, es ist stabil, ne? 4, Stabilität, es ist im Flow und es geht ins ganz große Loslassen und zur Hebung des wahren Schatzes. Damit möchte ich jetzt auch schließen. Ich bedanke mich herzlich für dein Zuschauen, dass du das dir angesehen hast. Wenn du was mitnehmen konntest, wenn es gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen, auch über einen netten Kommentar und selbstverständlich auch über ein Abo. Und du darfst es auch gerne weiterverteilen. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns dann bei einem der nächsten Videos sehen und wünsche dir viel Freude und bei der Umsetzung deiner ganz wundervollen Dinge, die du in dir trägst. Alles klar. Also, bis ganz bald. Namaste.